Hallo liebe Minecraft-Freunde von da und fern und willkommen hier auf dem Unlimited World Server und zwar, ja, zu einer ziemlich außergewöhnlichen Folge heute, weil diese Folge eigentlich eher ein bisschen Infos beinhalten soll und nicht wirklich, wo wir hier was Produktives machen. Wobei, haben wir jemals schon was Produktives hier gemacht? Freunde, ja Mensch, und zwar, ihr habt ja gesehen, auch beim letzten Mal hatte ich es ja angekündigt gehabt, ob wir überhaupt hier weitermachen jetzt so heute, weil ich, wie gesagt, ordentlich Stress habe. Und ich will aber trotzdem, weil ein bisschen was passiert ist, noch kurz ein bisschen was berichten und auch ein bisschen was anteasen, was jetzt so die nächsten 14 Tage passieren wird, weil ich bin nämlich nicht da. Das heißt, es wird 14 Tage keine Aufnahme hier geben. Und das möchte ich ganz gerne mit euch ein bisschen durchsprechen, tatsächlich. So, jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken hier. Ja, funktioniert, alles klar. Ich habe gerade mal auf meinem Timer geguckt. So, und zwar möchte ich mich erstmal bedanken bei den netten Spender. Ich schätze mal, es war der Drachen83 gewesen. Der hat uns hier ein ganzes Inventory vollgeklatscht mit Sand und Kies für unsere Geschichte, dass wir dort oben weiterbauen können. Und hat uns auch schon so ein bisschen Kaktus hier reingegeben, womit wir nämlich unser Hellgrün herstellen können für unsere hellgrünen Gläser, die wir brauchen für die Terrasse dort oben. Also schaut jetzt was ist denn da los hier? Sag mal. So schaut der aktuelle Stand aus. Das sieht schon ordentlich aus, nicht wahr? Ja, und wir haben festgestellt, wir können auch ein bisschen hochbauen, dass es ein bisschen besser aussieht. Der Dave ist da auch schon fleißig da drüben am Bauen. Finde ich gut. Gruß geht rüber. So, Freunde, und jetzt laden wir erstmal ein bisschen aus, würde ich sagen. Das ganze Zeus. Und dann möchte ich mit euch noch ein bisschen kurz am Spawn ein bisschen abhängen. Weil ich will mir was angucken, ob es da jetzt was Neues gibt. Weil beim Drachen in der Aufnahme habe ich gesehen, am Spawn, da war irgendwie so ein komischer Timecode, der dort irgendwie so einen Counter, der da rückwärts gezählt hatte. Das fand ich ziemlich interessant. Aber leider hat der Drachen auch nicht drauf eingegangen, was ist da jetzt so nun. Also er hat gewartet, bis dann halt die Null gewesen ist und hat runtergezählt. Aber da ist jetzt nicht wirklich was passiert. Und das würde mich jetzt halt mal interessieren, ob das vielleicht irgendeine Erneuerung ist. Die möchte ich auf jeden Fall euch nochmal zeigen. So, jetzt haben wir das erstmal hier reingeladen. Das ist sehr schön. Und wir sehen auch schon, ich habe hier wieder so ein bisschen was dazu bekommen. Also ihr seht, wirklich, ich bin die ganze Zeit nicht online gewesen. Ja, ich hatte einfach keine Zeit gehabt. Deswegen hier, ja, 12 Wohltaler und nochmal 3 so eine Schatzkisten. Und ich dachte mir so, da wir heute eh nichts bauen werden, werden wir einfach mal so ein bisschen unser Glück mal versuchen. Ich guck mal kurz nochmal rein da, ob jetzt der Trichter da alles durchgenödelt hat. Ja, anscheinend ja. Gut, dann ist das jetzt hier soweit fertig. Das nehmen wir noch mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, weil das brauchen wir nämlich zum Schmelzen. Erde brauche ich erstmal nicht. Dann können wir das nämlich noch kurz dort einsortieren. Dann ist das fertig. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal Richtung Spawn und zu unseren, ja, Schatztruhen. Vielleicht können wir ja diesmal irgendwie was Fröhliches dort rausziehen wieder. Mal schauen, haben wir ja auch schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht, ne? Und wir wollten uns ja, glaube ich, eh noch so einen Kopf kaufen. Das können wir dann nämlich gleich mal alles verbinden. Dann machen wir das nämlich. So, jetzt werden wir erstmal das Zeug hier mal mitnehmen. Das Zeug nehmen wir mit. Das kann ich, was ist denn das hier? Da ist noch sowas hier. Das kann da rein, das kann da rein. Jetzt machen wir uns hier erstmal Platz schaffen. Ach so, da ist noch Kaktus. Moment. Kaktus mache ich mal hier mit rein. So. Ja. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal hier so hinein. Hinein, hinein, hinein. Nee, diesmal gucke ich vorher nach bei unsere Köpfe. Nicht, dass ich mir schon wieder Köpfe hier doppelt kaufe. Das sollte ich nämlich mal in Angriff nehmen. Ist ja schön gut, dass wir hier einen Zugang haben. Direkt in unser Museum. So, eine Etage tiefer, bitte. So, dann wollte ich mal kurz mal gucken. Wir hatten nämlich hier den Frosch, das war das letzte, ne, was wir gekauft hatten. Genau, den Frosch haben wir gekauft. Und der Rest, okay. Gut. Und dann ist nämlich hier ein bisschen Platz, dann können wir uns. Und dann können wir uns hier nämlich, ja, mal austoben hier, würde ich sagen. Ja, ich bin ein bisschen durcheinander, Freunde, da ich jetzt, wie gesagt, ein bisschen im Stress bin, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe extrem viel momentan zu tun, auch mit meinem Zweitkanal. Wie gesagt, der nimmt doch ordentlich an Zeit in Anspruch und da haben sich jetzt ein paar Sachen entwickelt, mit denen ich anfänglich gar nicht gerechnet hatte. Das heißt, es geht jetzt tatsächlich so ein bisschen in die kommerziellere, ich nenne es mal so, kommerziellere Schiene mit rein. Gab es ein paar Anfragen und so und ja, die Professionalität, da zeigt sich langsam, in welche Richtung das geht. Also, da ist eine ganze, ganze Menge Potenzial noch drin. Und das ganze Potenzial möchte ich natürlich nutzen. Und immer, wo sind... Achso, nee, Quatsch, hier sind die. Und deswegen habe ich da ein bisschen viel zu tun momentan, ja. Und jetzt kommt noch dazu, ich habe euch ja schon gesagt, dass ich hier auf die Katzen aufpassen muss von meinen Eltern. Und deswegen bin ich, wie gesagt, jetzt gar nicht, ja, in der Lage aufzunehmen. Ihr merkt schon, ich drücke es hier so ein bisschen rum. Liegt tatsächlich daran, dass ich einfach
keine Möglichkeit habe, von dem Standpunkt aus, wo meine Eltern sind, aufzunehmen, weil einfach über Notebook, das ist so schlechte Kapazität, Leute, da die Internetleitung, das ist wirklich eine Steinzeitleitung. Und da ist das absolut nicht möglich, sage ich mal. Das ist so langsam vom Prozessor her und so, und dass man da, wie gesagt, hier eine Aufnahmesoftware oder so laufen lässt, das ist absolut nicht möglich. Ja, deswegen, also seht mir nach, die nächsten 14 Tage, Leute, wird es kein Unlimited World geben. Eigentlich wollte ich nur ein Infovideo jetzt hier machen, aber ich möchte ganz gerne das noch mit den Schatztruhen nochmal machen und auch nochmal kurz hier rüber zum Drachen gehen. Nicht, dass das heißt, ich zeige da nämlich nichts, weil er hat da auch ein bisschen was gemacht und vor allem wollte ich nochmal kurz in die Kisten reingucken. Ob ich wirklich, gucke mal, hier, da ist auch noch was. Können wir mal mitnehmen. Okay, mehr haben wir nicht. Ja, hier hat sich jetzt erstmal nicht so viel verändert. Er hat nämlich bei sich bei der Zone 2 unbedingt reinschauen, Leute. Der hat richtig gut gebaut da in Zone 2. Der liebe Drachen 83 hier. Hat sich richtig Mühe gegeben, richtig geile Burg gebaut da. Mit so einem Graben und so. Also sieht richtig toll aus, mit so einer Brücke. Und da werden wir auf jeden Fall mal mit ihm zusammen nochmal ein Let's Show machen. Aber das machen wir erst im August, Leute. Weil bis zum August bin ich, wie gesagt, nicht da, ja. Also 14 Tage jetzt hier, zweimal am Sonntag, habe ich keine Gelegenheit, eine Aufnahme zu machen. Und deswegen bin ich zwar auf dem Server hier aktiv, da will ich auch da oben, wie gesagt, so ein bisschen was noch weiterbauen. Und deswegen habe ich es euch auch nochmal gezeigt, einfach so, um zu gucken. Ich falle hier ständig rein. Warum falle ich denn hier immer rein? Das war doch vorher nicht, dass ich hier mal reingefallen bin. Ist hier irgendwas verändert worden oder hat der Nachbar hier was gebaut? Oder der ist übrigens immer noch nicht fertig hier. Oder ist der überhaupt noch da? Spielt der hier überhaupt noch? Der schon die ganze Zeit ist der nicht mehr hier, ne? Also man sieht den gar nicht, hier passiert gar nichts. Sehr merkwürdig. Komischer Nachbar. Hallo, Nachbar, meld dich mal. So, Freunde, also, lange Rede, kurzer Sinn. Komm, wir gehen jetzt mal hier Richtung Spawn und schauen wir uns mal an, was sich da jetzt so verändert hat. Und da können wir auch gleich hier in den Woodshop reingehen und uns mal auch schön, die Sonne geht gerade auf oder unter. Ah, die Köpfe, hier, die Dinker sind noch da. Und zwar würde ich ganz gerne den Grill haben wollen. Ich glaube, das ist das hier. Also, den will ich ganz gerne haben, den Grill. Den fand ich eigentlich ganz cool, den wollte ich mir so in den Garten reinstellen. Ja, aber hier und hier stand er, glaube ich. Also er stand hier und auf einmal waren da so eine Nummern da in der Luft. Und die haben rückwärts gezählt. Ne? Das war richtig so, ich dachte, oh geil, jetzt ist hier so Counter und jetzt geht gleich was in die Luft. Drache meinte irgendwie so, ja, das ist Feuerwerk, aber da kam gar nichts. Ne? Und dann ist er irgendwie dann rumgeeiert hier und dann hat er aber auch irgendwie nicht mehr zurückgekommen. Und irgendwie war das völlig unklar, was jetzt hier passiert ist. Also keine Ahnung, aber irgendwie ist die Nummer weg und es sieht jetzt auch nicht wirklich verändert hier aus. Also wir können noch mal gucken hier, ob da irgendwo was verändert ist. Lecken tut das hier immer noch. Da ist jetzt so ein bisschen was so halt so Sommer, ne? Hier kann man halt so ein bisschen da, wie heißt das hier, Beachball spielen, ist ganz gut gemacht. Ja, hier so ein bisschen, auch da mit den Köppen hier, mit Limonade. Der trinkt Bier, der ist mir sympathisch, das finde ich gut. Und ja, hier halt so ein bisschen so auf Sommer gemacht halt, ne? So, das finde ich ganz toll. Aber ansonsten ist jetzt hier nichts, wo ich sagen würde, okay, da ist jetzt was Grobes verändert worden am Spawn. Deswegen ein bisschen merkwürdig. So, gut, dann gehen wir jetzt, würde ich sagen, uns mal die Geschichte mal mit den Schatztruhen da mal reinziehen. Gucken, ob da frei ist, ich glaube schon. Und dann gucken wir mal, ob wir ein bisschen was gewinnen. Wie viel haben wir denn? 21 haben wir. Na, dann wollen wir mal wieder. Ja. So, Freunde, weil wir nehmen mal wieder, wir fangen wieder mal hier an, ne? Na, wo ist er denn? Da. So, und Achtung, Zuschi! Und Feuerwerk kam raus und wir haben einen Trank bekommen, und zwar den Trank des Glücks schon wieder. Naja, den hatten wir schon öfters gehabt. So, und wieder da rein. So, mal gucken, nutzen wir mal die Zeit ein bisschen aus, ja, dass wir das in diesem Monat jetzt im Juli noch hinbekommen, weil wir uns, wie gesagt, im August dann tatsächlich erst wiedersehen. Und da muss ich natürlich auch, was haben wir jetzt bekommen? Was für ein Ding? Hallo! So, wir haben was bekommen, und zwar Fichtenholzbretter. Naja, die sind ja nun nicht gerade sehr... Ach, jetzt hat er sich vollgedrängelt. Na gut, Fred... Fred vom Jupiter. Kennt ihr den noch? Fred vom Jupiter. Jupiter ist mein Freund. Na, 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 na. So, was hat er da? Fichtenstamm hat er rausgeholt. Ja, tschüssi. Hyperaktiv oder so, finde ich gut. So, der war an der Kiste. Dann gehen wir da jetzt auch mal hin, weil wir waren nämlich an der. Jetzt gehen wir an die Kiste. So, zack, und, na toll,
kriege ich schon wieder Fichtenholzbretter. Jetzt haben wir schon 2 Stacks davon. Naja, damit geben wir uns aber nicht zufrieden. Wir wollen natürlich weitermachen. So, und weiter geht's. Und nun nudeln wir mal das ganze Zeug hier ab. Ja, Freunde, also auf die Katzen aufpassen. Das steht jetzt sozusagen ab morgen an. Und naja, bin ich da jetzt begeistert oder so? Übrigens, wir haben gerade hier einen Broiler bekommen, gebratenen Hähnchen. Ja, ich sage immer so, für mich ist das immer wie so ein kleiner Urlaub, wenn ich bei meinen Eltern bin. Ne? Der Kühlschrank ist immer voll gefüllt, Bier steht kalt, wunderbar. Und dann auch eine andere Matratze halt. Es ist ein Tapetenwechsel für eine gewisse Zeit. Ich finde es schade, lieber würde ich natürlich auch so nach Italien, ne? Ist klar. Da ist natürlich so vom Wetter her und so, es ist schon wesentlich cooler, weil momentan ist ja doch wieder recht abgekühlt, was ich ja sehr schade finde. Und halt auch so die Familie wiedersehen und so, also da hätte ich schon richtig Bock, aber es ist halt so, ja, wenn man Haustiere hat, da muss man halt auf die aufpassen dann und ja, irgendwann werde ich mal wieder die Gelegenheit haben, auch runterzufahren. Es ist halt nur mal schade, dass man halt mit der Familie da nicht zusammen Urlaub machen kann. Also bin ich mal ein bisschen traurig und ja, nun gut, ist nun mal halt so, ne? Müssen wir mit klarkommen. Und deswegen werde ich da ein bisschen mich auf Unlimited World anmelden und werde so ein bisschen zocken, ein bisschen an unserer Butze weiterbauen. Wie gesagt, nur aufnehmen kann ich leider nicht. Aber dafür können wir dann im August wieder ganz regulär jeden Sonntag hier eine schöne Stunde Let's Play machen. Und ja. Ne, also ihr seht schon, ich hole momentan ja eher so ein bisschen Schrott hier raus. Das sieht so aus, wie ob auch einer hier vom Flohmarkt irgendwie was hier so... Naja, wer weiß. Man kann ja mal Glück haben hier. Vielleicht kommt da irgendjemand richtig Geile draus oder so. So, weiß ich nicht. Was ist denn geil? Diamanten oder so? Oder irgendwas anderes Verrücktes. So. Netherwarzen. Na, ist ja Wahnsinn. 8 Netherwarzen. Ja, cool. Ich habe einen ganzen Acker. Wollen wir tauschen? Ey, komm, jetzt probiere ich das aber an der Truhe nochmal. Also, wenn da wirklich so ein Scheiß rauskommt, dann muss jetzt gleich hier voll was Geiles rauskommen. Bilde ich mir mal so ein, hier so ein System hintersteckt. So. Sushi. Bam. Nee, denkst du dir? Der Tischler war unterwegs. Gab Fichtenstamm. Okay. Wieso gibt's denn immer? Gibt's auch Dschungelholz? Wieso gibt's denn immer nur Fichte? So, alle guten Dinge sind 3. Jetzt gehe ich da nochmal ran an die Truhe. Will ich das wissen hier? Komm. Na? Lohn, das ist zum Beispiel, wo ich sage, das ist toll. Das ist gut, weil das ist nicht ganz so einfach zu bekommen, die Lohnrouten. Das finde ich super. Und ja, aus dem Grund, das finde ich ganz gut. Aber wo ist eigentlich? Ach, da sind die. Ich habe geguckt so. Wo sind wir stehen geblieben hier? Wollen wir jetzt eine andere? Wir gehen jetzt einfach mal die Kiste nehmen, ne? Machen wir mal die Kiste als nächstes. Dann gucken wir mal, was da drin los ist. Mal da reingucken. Auch interessant. Packeis, ja, kann man vielleicht was gebrauchen, kann man was mitbauen. Ist jetzt nicht so wertlos. Hallo, Enemy for Beats, bitteschön. Darf's da rangehen? Bing. Und die sieht jetzt hier den Hauptgewinn raus. Kopfhörer um. Und? Welche entscheidet sie sich? Tintenbeutel hat sie bekommen. Was war denn das? Wo ist sie denn hin? Jetzt hat sie ihre Tintenbeutel und hat sich ausgelockt? Ist sie rausgeflogen oder was? Keine Ahnung. Naja, weggegangen, Platz vergangen, nicht wahr? So, wir nehmen uns auf jeden Fall die jetzt mal vor hier. So, und ja, mal sehen, was da drin ist. Leute, ich bin doch voll müde heute, deswegen bin ich auch nicht so lustig, glaube ich, weil ich bin doch irgendwie im Halbschlaf, so irgendwie, oh geil, Steak, 2 Scheiben, na, ach nee, die anderen haben sich da hochgesteckt, okay. Naja, haben wir unser Fressensvorrat mal wieder so ein bisschen aufgestockt und, ja, ist auf jeden Fall, bin ich auch noch echt etwas müde und gestern auch ein bisschen durchgezecht, wir waren wieder draußen im Garten und haben wieder Biertagung gemacht, ne. Bierseminare abgehalten und oh, das war mal wieder cool. Emeralds, 16 Stück. Nice. Ah, da haben wir schon einige von jetzt von diesen Smaragden. Finde ich gut. Komm, ich gehe mal wieder hier hin. Was? Totem der Unsterblichkeit habe ich jetzt. Das hatten wir schon mal gehabt.
Totem der Unsterblichkeit. Das sind doch diese Dinger, die es da in diesen Mansions gibt oder so. Diese komischen, wie sagt man so, Fachwerkhäuser da, diese Hotels oder was das ist, wo diese Irren da drin mit der Axt rumrennen. Ja, gut. Habe ich noch nie benutzt. Ich glaube, das muss man irgendwie hier so hier reinpacken und wenn dann irgendwie runterspringst, stirbst du nicht und hast das wohl alles so drin. Wieder. Also dann stirbst du halt nicht. Ist so wie so Keep Inventory halt, so dieser Befehl da, ne? Glaube ich. Ja, kann nützlich sein, aber gut, letztendlich bei Level 26 das ist glaube ich. So. Ach, guck an, ich dachte, das ist doch eigentlich auch wertvoll, sowas, oder? Totem der Unsterblichkeit ist doch bestimmt wertvoll. Naja, muss man mal gucken. Vielleicht kann man das ja verkaufen oder so. Wir nutzen das ja eh alles nicht. Aber jetzt, oh, was ist das denn? Kuchen, Kürbiskuchen. Oh, wie vermüllen wir uns hier gerade? Merkt ihr selber, ne? Guck mal, da ist ordentlich, ne? Da, ja, da ist ordentlich. Wollen wir weitermachen? Ich glaube ja, ne? Komm, packen wir nochmal rauf da. So. Und ich würde sagen, gehen wir mal wieder hier zu der Truhe. Machen wir einfach mal einen Durchlauf hier nochmal. Oh, oh. Ich sehe schon wieder, komm, die Folge geht doch noch länger. Ich wollte eigentlich nur 5 Minuten aufnehmen, Freunde. Was? Was habe ich bekommen? Wuttaler habe ich bekommen. Ach. Ist ja ein Ding. Wie viele denn? Warte mal, hier hatte ich 25 gehabt, ne? So, da hatte ich 25. Jetzt habe ich auf einmal 40. Okay. Ja, können wir ein bisschen shoppen gehen halt, ne? So, wir haben noch 5. Also... Ja, Wuttaler ist auch was Schönes. Können wir uns Köpfe kaufen. Finde ich auch gut. Ist jetzt gar nicht so ein Plunder. Kann man gut gebrauchen. Nützlich. Auch für Deko-Zwecke. So, jetzt nehme ich mir mal die hier. Was das? Nautilus-Schale. Okay, das ist toll. Kann man sich einen Aquisator bauen. Für Unterwasser. Nur blöd, dass wir gar kein Unterwassergrundstück haben. Davon haben wir schon ein paar, glaube ich. Ich glaube, 8 brauchen wir, ne? Für so einen Aquisator brauchen wir 8 Stück. Ist bestimmt wertvoll. Guck mal, jetzt kommt hier mehr cooles Zeug hier, ne? Kommt hier raus. Komm, jetzt gehen wir mal zu dem hier wieder hin. Jetzt kommen mehr so die geilen Sachen, glaube ich. Pass auf, wenn jetzt hier erstmal voll ein Stack Diamanten so. Bam! Bam! Nee, goldener Apfel. Ich sag hier, jetzt wird's wertvoller. Ja, goldener Apfel, okay. Was macht der eigentlich, wenn ich den esse? Wollen wir den mal essen? Lass mal gucken, was passiert. Komm, wir müssen das mal ausprobieren, was da eigentlich passiert, wenn man sowas macht. Ich habe das, glaube ich, noch nie gemacht. Was passiert jetzt? Da ist eine neue Herzensleiste gekommen, eine grüne. Das heißt, ich bin jetzt ökologisch unterwegs, oder was? Ach so. Ach, guck mal. Ach, da oben ist ein Effekt entstanden. Was ist denn das für ein Effekt? Wieso kann ich das nicht sehen? Was habe ich denn jetzt für einen Effekt? Jetzt blubbert das hier um mich rum. Alter. Ich strahle, Leute. Haltet fern von mir, Leute. Ich strahle. Guck mal hier, den erschrecken wir mal, den Tippen, ja. Ihr habt nicht gesehen hier, guck mal, ich strahle. Hi. Ja, bitteschön, geh mal ran da. Ich guck mir jetzt erstmal ein paar Köpfe. Jetzt ist er da, dann will er nicht, naja. Ach. So. Übrigens, 3 haben wir noch. Ja, ist ja witzig, guck mal, jetzt blubber ich hier rum und hab da oben irgendwie. Ich glaube, das ist ein Schutzschild, oder? Ist das Regeneration? Kann das sein? Früher stand das immer, was das ist. Jetzt steht das da gar nicht mehr. Jetzt hab ich schon wieder Steak bekommen, ey. Oh. Oh, nochmal ein Stecken hier rein damit. Naja, also verhungern tun wir hier nicht. Der Schutz ist doch ein Schutzschild da oben, oder? Das heißt, oder bin ich jetzt unverwundbar? Das war doch der verzauberte Apfel, war doch immer, dass man unverwundbar ist oder so. War das nicht immer, wenn man gegen den Wizard gekämpft hatte? Ich kann mir in irgendeinem Let's Play hatten wir da irgendwie mal so einen verzauberten Apfel da gehabt. Das war aber schon eine ganze Weile nicht da zurück. Das geht auch, glaube ich, gar nicht mehr mit diesem verzauberten Apfel. Irgendwie hat sich da mal in der Minecraft-Community da voll viele Leute aufgeregt. So, oh, das geht nicht mehr und so. So, schon wieder ein Fichtenholzbrett. Oh, Leute, ja, können wir uns ein Fichtenhaus bauen hier. So, den letzten ballern wir da jetzt auch noch rein. Komm, Trommelwirbel. Bam! Badadadam, 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 badadadam. Welche nehmen wir denn? Dem, ich nehme links, komm, wir nehmen die jetzt. 3, 2, 1, bam! Und wir haben Trank des Glückes. Also sozusagen der Serotoninbeförderer. Ja, schönen Dank, liebes Orakel, was auch immer du hier bist. Hast ja ein bisschen Glück gebracht. Sind ja ein paar tolle Sachen dabei. Also gebrauchen können wir sicherlich irgendwie mal alles und ja. So, jetzt gehen wir mal hier rein, hier ein bisschen shoppen hier.
Na, Freunde, was hast du denn da auf dem Kopf? Das ist eine dämliche Frisur. Habe ich den Burger eigentlich schon? Der sieht voll lecker aus irgendwie. Den würde ich gerne haben. Ich glaube, den haben wir doch schon, oder? Müssen wir mal gucken, ob wir den haben. Hier hinten sind zumindest die neuen Sachen, neue Köpfe. So, Kollege, dann zeig ich mal her. Was hast du denn da? What the fuck? Was ist denn das? Das sieht ja irgendwie so anders aus. Warum sieht denn das so anders aus? Ach, jetzt steht das da Kühlbox. Jetzt soll ich da mit einer Kühlbox. Cola Magini ist mir zu süß. Kirschlimonade, naja. Ein Wasserball, der sieht langweilig aus. Früchtekorb ist mir zu gesund. Ein Papierkorb? Und ein Moskito. Gibt's hier keinen Grill? Da war doch auch irgendwie ein Watten-Moskito. Also so eine Fliege oder was? Also die muss ich mir nochmal angucken. Hier, Grill, das will ich haben. Da Hallo? Grill? Achso, ich muss das jetzt da reinpacken wahrscheinlich erst, ne? Ah, alles klar. Grill. Na komm mal her hier, jetzt habe ich erstmal einen Grill gekauft. So, ich habe noch ein bisschen. Was, wir können uns noch was kaufen. Was gibt's denn da noch Schönes? Was ist denn das Bunte da? Ein Blumentopf blau. Ein Moskito. Ein Fass? Ja, ein Fass ist ja auch was Tolles. Eine Sandburg? Also ich glaube, ich würde mich da für so ein, was kostet das? 25. Ich glaube, ich nehme hier noch so ein Fass mit, Leute. Warte mal. Darauf klicken, ne? So, das da rein dann. Und dann kriege ich ein Fass. Prima. So, dann haben wir noch ein Bierfass mitgenommen. Alles klar. Ich überlege gerade, ob ich noch ein Moskito mitnehme, aber das reicht jetzt nicht. Zwobel. Wer wurschtelt denn hier rum? Ludino. Two. Mit der Nummer 2 hinten drauf. So, die gehören anscheinend zusammen. Die gucken sich das jetzt alles an. Sind bestimmt irgendwelche Trustees, die jetzt hier denen jetzt erklären, so, was man hier so machen kann. So wie wir den Drachen auch hier so gezeigt haben, ne? Wie so alles geht. Ne, dem Dave haben wir das gezeigt, so. Guck mal, jetzt kommunizieren sie. Jetzt spricht er. Mann, hier ist ja richtig Hochbetrieb hier. Bloß raus hier aus der Shoppingmeile. Ja, Freunde, na, ist doch fröhlich hier. Ist hier irgendwas passiert, irgendwie da oben auf dem Berg oder so? Hm, keine Ahnung. Was ist denn das hier? Ein Bienenstock. So, jetzt eiern wir jetzt tatsächlich schon wieder 20 Minuten rum. Gut, dann gehen wir jetzt, würde ich sagen, erstmal wieder at home. So, home. Zack. Und stehen wahrscheinlich jetzt erstmal wieder am Boden drin, genau. Gut, Freunde, dann haben wir uns jetzt erstmal ein paar Köpfe gekauft. Die packe ich jetzt allerdings erstmal in die Truhe rein. Die haben wir, die kann uns keiner mehr wegnehmen. Das heißt, auch wenn jetzt wieder neue Köpfe kommen und die verschwinden, die haben wir uns sicher. Die haben wir uns hier ergattert. Die werden wir auch gleich mal hier oben reinpacken. So, und das ganze andere Zeug hier, das kloppe ich da jetzt erstmal so hier hinein. Das werde ich in aller Ruhe, werde ich das, wie gesagt, sortieren. Ja. Hier so ein Appel, jetzt ist der Effekt vorbei, ne, Globig? Und jetzt habe ich wieder Hunger, also muss ich wieder so ein Schnitzel essen hier. So. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, was gewesen jetzt hier. Ich zeige euch noch ganz kurz, was passieren wird und wo wir zuletzt stehen geblieben sind. Das erlaube ich mir einfach jetzt nochmal eben. Ihr habt ja gesehen, wir haben ja zu Beginn der Folge, haben wir ja schon ein bisschen wieder Zeugs dort reingepackt. Und zwar, das nächste, was ich jetzt machen möchte, ist, wie gesagt, das Hauptgebäude hier, diesen Turm weiter in die Höhe bauen. Das ist irgendwie das, was ich vorhabe. Das war so meine Grundidee. Und hier soll es dann, wie gesagt, weitergehen. Also hier erstmal mit dem Glas an dem Lindenblatt, sodass das Ganze dann überdacht ist. Da werde ich mir mal die Zeit nehmen. Und wie gesagt, ganz wichtig, die fertige Höhe, also nach oben bauen. Also wir haben genug Material da. Notfalls kann ich farmen gehen und ich habe ja auch die Ruhe, weil ich jetzt nicht aufnehmen muss, die 14 Tage. Somit kann ich jetzt ganz in Ruhe und gechillt immer wieder Material farmen, Welt, Sand holen, Kies holen und Bone Meal hier schön Zement hochbauen. Und dann sehen wir uns, würde ich sagen, Freunde, nach dem Urlaub wieder. Ja? Sehen wir uns wieder. Ich wünsche euch auf jeden Fall, ich denke mal, die meisten werden jetzt auch Ferien haben, schätze ich mal. Ich wünsche euch einen richtig coolen Sommer, richtig coole Ferien. Und wir sehen uns im August dann wieder. Ich werde gleich am 2. August aufnehmen, sodass wir dann am Sonntag wieder die erste Folge hier haben. Und dann sieht das garantiert hier schon ein bisschen anders aus, Leute. Und vielleicht sieht man sich ja hier auf dem Server, weil wie gesagt, raufgehen kann ich auf dem Server. Ich kann nur nicht aufnehmen. Bis dahin. Tschüss, euer Watercave Crafter.